Mein Name ist Miriam Sator. Ich bin Professorin für Umweltprozesstechnik am Metabolon-Institut am Lehr- und Forschungszentrum Metabolon der TH Köln. Umweltprozesstechnik ist ein Teilgebiet der Verfahrenstechnik, das sich mit dem holistischen Schutz der Umwelt mittels technischer Lösungen beschäftigt. Und für die Entwicklung dieser technischen Lösungen berücksichtigen wir auch ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Da gibt es zwei Kernbereiche. Das eine ist der vorsorgende Umweltschutz, beispielsweise durch produktionsintegrierten Umweltschutz oder auch die Vermeidung der Schadstoffausbreitung und nachsorgende Maßnahmen wie beispielsweise Abwasserreinigung oder auch die Schadensfallsanierung. Für diese umwelttechnischen Prozesse nutzen wir biologische, chemische, physikalisch oder mechanisch-physikalische Verfahren. Und deshalb habe ich das mitgebracht, weil im Bereich der biologischen Lösungen nutzen wir beispielsweise Mikroorganismen, im Bereich der chemischen Verfahren beispielsweise Fällungsprozesse, also dieser graue Schlamm fällt dann runter und dann können wir ihn abtrennen, oder im Bereich der mechanisch-physikalischen Verfahren unterschiedliche Filtrations- oder Membranfiltrationsprozesse. Das Schließen von innerbetrieblichen Stoffkreisläufen wie beispielsweise Wasserkreisläufe in der Industrie und auch das Schließen von Rohstoffkreisläufen durch Recycling und Wertstoffrückgewinnung ist ein Teilgebiet der Umweltprozesstechnik. Und durch diese umwelttechnischen Prozesse stellen wir wieder Sekundärrohstoffe bereit. Das ist aber auch sehr wichtig, dass wir mit anderen Fachdisziplinen zusammenarbeiten, um die Recyclingfähigkeit von Stoffen zu erreichen. Denn die Abfälle, die wir heutzutage haben, die können wir nicht 100% im Kreislauf führen. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb das nicht geht. Und für die Zukunft, für diese nachhaltige zirkuläre Wertschöpfung ist es daher wichtig, dass wir einerseits nicht nur die Abfallmengen verringern, sondern auch schon in der Materialentwicklung und auch der Produktgestaltung darauf achten, dass wir diese Recyclingfähigkeit möglich machen. Und damit denke ich, dass die Umweltprozesstechnik ein Schritt und ein Beitrag ist innerhalb einer zirkulären Wertschöpfung, um diese gesamtgesellschaftliche Transformation in eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft möglich zu machen. Als Umweltprozesstechniker oder Umweltverfahrenstechniker entwickeln wir verschiedene Technologien, um den anthropogenen Eingriff in die natürlichen Stoffkreisläufe zu verringern oder auch die natürlichen Stoffkreisläufe und die Gleichgewichte dort wiederherzustellen. Und damit leisten wir einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. Wieder ein Beispiel auch zu bringen: Wenn wir uns Treibhausgasemissionen und deren Senkung ansehen, entwickeln wir beispielsweise Technologien, um Treibhausgase mit hohem Treibhauspotenzial aus Abluft zu entfernen. Oder ein sehr wichtiger Ansatz ist auch im Sinne einer Bioökonomie, dass wir Technologien entwickeln, mit denen wir biogene Materialien oder auch direkt CO2 für eine Grundstofferzeugung nutzbar machen.